Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einer neuen Frage-Antwort-Runde. Ihr stellt die Fragen, ich gebe euch die Antworten. Dieses Format ist regelmäßig mit einem Gewinnspiel verbunden. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Genauso wie auch letzte Woche das angekündigt war, wird am Ende dieses Videos der Gewinner von mir natürlich verkündet. Und deshalb freue ich mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, schaue ich mir eure Fragen an. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt. Ich habe einige wieder rausgesucht, auf die ich eine Antwort gebe, die dir weiterhelfen kann, aber auch natürlich anderen Zuschauern, die das Video sehen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Falls dir dieses Format gefällt, Fragen-Antwort-Runden mit Gewinnspiel, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das lässt uns als Community wachsen und motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen. So, beginnen wir mal mit der ersten Frage direkt. Und zwar fragt hier Jackie Jackson: Wie läuft denn das mit Arbitrage? Wie kann man damit sicher Gewinne machen und worauf kommt es an? Ja, im Grunde genommen, sicher Gewinne kann man nicht so hundertprozentig sagen. Also es gibt nicht immer die 100%. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man, wenn man zu guten Preisen einkauft und zu teuren Preisen wieder verkauft und ein bisschen schaut, wie sich der Preis in der Vergangenheit entwickelt hat von einem Produkt, kann man natürlich auch Gewinne machen. Und darauf kommt es im Grunde auch drauf an, ja, dass man günstig einkauft, so günstig wie möglich. Und dazu habe ich ja für euch einen Newsletter per WhatsApp oder auch per Telegram veröffentliche ich Deals, wo man zu recht günstigen Preisen, teilweise historischen günstigen Preisen, die in der Vergangenheit noch nie so vorgekommen sind, gute Produkte einkaufen kann, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und da macht man im Grunde genommen nicht viel falsch. Ich gebe euch auch immer regelmäßig Updates, um zu zeigen, wo man gekauft hat und zu welchem Preis man das jetzt weiterverkaufen kann. Das Ganze findest du in vielen weiteren Videos hier auf diesem Kanal, aber auch natürlich unten in der Beschreibung packe ich dir einen Link dazu, beziehungsweise auch, wie du dich für den Newsletter anmelden kannst, um das Ganze kostenlos für dich nutzen zu können. Ja, und darauf kommt es im Grunde genommen an. Du musst einfach günstig einkaufen und dementsprechend teurer wieder verkaufen. Und das ist in der Realität sehr oft möglich. Schauen wir uns die nächste Frage an. Und zwar: Kaufst du Waren auch in China ein und wie findest du deine Großhändler? Ja, tatsächlich habe ich auch schon viele Waren in China gekauft und bezogen seit ja, der Krise momentan, die wir erleben, die globale Situation, die uns beschäftigt. Ist es so, dass die Preise sehr hoch gegangen sind, auch Versandkosten vor allem sind natürlich gestiegen, so dass man hier auch genau schauen muss, ob sich noch lohnt, Waren zu beziehen aus China und diese weiterzuverkaufen. Dennoch gibt es genug Waren, wo das sich lohnt, definitiv. Da muss man natürlich auf die Suche gehen und sich damit sehr stark beschäftigen. Das ist auch mit sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, beziehungsweise davon abhängig. Und dementsprechend musst du hier genau schauen, ja. Großhändler in deiner Umgebung, beispielsweise in Deutschland oder aus der EU, gibt es genug. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Auch ich beziehe meine Waren teils von Großhändlern. Dementsprechend habe ich dazu Videos schon gemacht von Großhändlern, mit denen ich schon Erfahrungen gesammelt habe. Das packe ich dir auch unten in der Beschreibung oder hier oben in der Infobox kannst du dir das Ganze auch anschauen. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar stellt hier Martina die Frage zu dem Video, wie man Varianten bei eBay einstellen kann, damit man genau weiß, was hier gemeint ist. Und zwar fragt sie: Heißt, ich muss jede Farbe nochmal einzeln abfotografieren, Details, wenn zum Beispiel die Jacke innen mit Vlies gefüttert ist, auch fotografieren, Kapuze, Tasche und so weiter? Ja, Martina, dazu die Antwort ist im Grunde genommen, ist dir das überlassen. Wie viele Fotos, wie viele Details du machst von einem Produkt, im Grunde genommen kannst du es so machen, dass du dann bei der Auswahl der Varianten in der Farbe einfach sagst, ja, dieses Produkt in der Farbe, Rot, Blau oder so, und das Produkt selbst im Foto ist beispielsweise braun, ja.
Natürlich ist das für den Kunden viel besser, um sich vorzustellen, wie sieht die Jacke denn beispielsweise jetzt in der Farbe aus. Ja, dann ist es vorteilhaft, natürlich davon auch Produktbilder zu haben. Teilweise können die Farben sich ja auch von den jeweiligen Stellen unterscheiden, zu dem jeweiligen anderen Farbton. Deshalb, ich kenne dein Produkt nicht hundertprozentig. Versuche es so gut wie möglich zu beschreiben, beziehungsweise auch fotografisch darzustellen, denn damit vermeidest du natürlich sehr, sehr viele Retouren. Besonders bei Kleidung ist es ja sehr intensiv, dass etwas nicht passt, oder auch von der Farbe einfach nicht gefällt. Deswegen würde ich hier am besten so gut wie möglich auf die Farben und die Varianten eingehen. Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage und Luca fragt sehr hilfreiche Informationen wie immer. Meine Frage für das nächste Video: Hast du eine Großhändlerempfehlung, der die Ware auch in kleineren Mengen an Händler mit der Kleinunternehmerregelung verkauft, wie man es bei AliExpress zum Beispiel auch machen kann? Ja, Luca, also ich habe schon bereits auch, wie gesagt, Videos zu Großhändlern gemacht, wo man auch kleinere Mengen abnehmen muss, also nicht direkt 10.000 oder 100.000 Euro in die Hand nehmen muss. Natürlich auch mit der Kleinunternehmerregelung. Hier ist es ja im Grunde genommen, spielt es keine große Rolle für die Unternehmer. Das Einzige, was für dich ist, nur, dass du die Vorsteuer nicht ziehen kannst. Aber im Grunde genommen, natürlich kannst du auch mit der Kleinunternehmerregelung bei normalen Großhändlern einkaufen. Und dementsprechend, ja, auch dazu werde ich das Video und weitere Informationen unten in der Beschreibung packen oder auch hier oben in der Infobox. Schau dir das gerne an. So, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar fragt Isabella: Ich habe eine Frage, und zwar eine Privatperson hat mir etwas über 45 Euro aus den USA geschickt. Ich muss jetzt Einfuhr Umsatzsteuer und Versandsteuer zahlen. Weil ich verstehe es nicht, diese Person hat schon die Lieferung bezahlt. Warum muss ich jetzt auch noch? Hoffe, du antwortest. Ja, Isabella, ich habe dir auch schon darauf schon eine Antwort gegeben. Und tatsächlich ist es so, dass es deutsches Recht, Einfuhrumsatzsteuer ist tatsächlich abzuführen, auch auf Sendungen, die von Privatpersonen ins Inland importiert werden, jetzt zum Beispiel nach Deutschland in dem Falle. Und ja, du hast es richtig angesprochen, ab 45 Euro Warenwert, also was darüber der Warenwert übersteigt, ist eine Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen. Gegebenenfalls kommen auch ab einem gewissen Betrag auch noch ja, andere Summen dazu und so weiter und so fort. Da muss man sich natürlich bevor man solche Waren bekommt, erstmal mit dem Zollamt in Verbindung setzen oder auf der Seite von zoll.de findet man hier auch die Informationen. Das habe ich dir auch bereitgestellt. Warum habe ich jetzt diese Frage überhaupt hier mit reingenommen? Weil es natürlich auch relevant ist für Unternehmer aus unternehmerischer Sicht, wenn man Waren jetzt aus dem Ausland bezieht. Denn ich habe bereits ein Video dazu gemacht, Einfuhrumsatzsteuer, Zoll und irgendwelche Verbrauchersteuern, die anfallen können, wenn man Waren importiert aus dem Ausland. Dieses Video ist nicht mehr ganz aktuell, denn es hat sich einiges getan seit letztem Jahr. Und zwar ist es so, dass mittlerweile ab dem ersten Euro eine Einfuhrumsatzsteuer anfällt. Beispielsweise man bezieht Waren aus China hierher, dann muss man ab dem ersten Euro die 19% Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Ich meine sogar ab 150 Euro sogar noch dann die Zollgebühren und Zollsteuern. Das blende ich hier mal ein, wie das gerade aussieht, Stand jetzt. Welche Steuern abzugeben sind, ab welchen Beträgen. Und früher war es nämlich so, dass bis 22 Euro das Ganze umsatzsteuerfrei war. Das Ganze ist leider weggefallen, dementsprechend ab dem ersten Euro. Falls du, wie gesagt, planst, Waren zu importieren, bedenke das bei deiner Kalkulation, um da nicht über die Kosten hinauszuziehen. So. Dann gehen wir auf die letzte Frage, glaube ich, schon ein. Und zwar: Moin, ich bin umsatzsteuerpflichtig, habe jetzt aus Italien Amazon gekauft, jedoch 19% bezahlt, weil ich meine Nummer nicht drin hatte. Und was kann ich jetzt tun?
Also ich gehe davon aus, du hast deine Steuer-ID, also die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht eingefügt. Somit musst du natürlich die 19% Mehrwertsteuer zahlen, weil du als Privatperson dementsprechend hier die Ware kaufst und natürlich dann die Steuer anfällt. Was kannst du tun? Also meines Wissens, es gibt eine Möglichkeit, auch noch im Nachhinein die Vorsteuer zu ziehen, die ja in Italien bezahlt wird und du diese hier in Deutschland nicht mehr als Vorsteuer ziehen kannst, ja? Es gibt wohl eine Möglichkeit, da würde ich an deiner Stelle einfach mal mit deinem Steuerberater sprechen, der wird dir das sagen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Also ich habe gehört, es gibt eine Möglichkeit. Man muss natürlich schauen, mit wie viel Aufwand das verbunden ist. Wenn es jetzt um 20 € nur geht, dann würde ich das natürlich nicht tun. Wenn es um ein paar hundert Euro geht, dann würde ich das natürlich in Betracht ziehen, das nochmal rückwirkend irgendwie als Vorsteuer ziehen zu können. Denn dann geht es um einiges an Geld. Also, dann gehe ich weiter auf deine Frage ein. Und wenn ich meine Nummer ins deutsche Amazon einfüge, ist die automatisch bei allen anderen Amazon-Konten, gehe ich davon aus, auch aktualisiert. Meines Wissens ja, weil du kannst ja beispielsweise einen Account haben, den du auf dem deutschen Amazon-Konto erstellt hast. Und mit diesem Account kannst du dich genauso in allen anderen europäischen Amazon-Konten einloggen und kannst genauso bestellen. Das heißt, wenn du die Nummer jetzt hinterlegst in einem Amazon-Account, dann ist diese hinterlegt und kann dementsprechend immer wieder berücksichtigt werden. Und Amazon sieht es, dass du deinen Lieferort in Deutschland hast, und falls du dann eine Umsatzsteueridentifikationsnummer drin hast in deinen Einstellungen, dann bietet es dir direkt deinen Versand umsatzsteuerfrei an, weil es dann diese innergemeinschaftliche Lieferungsregel handelt und greift. Deshalb sollte das funktionieren. Dann gehe ich weiter auf deine Frage ein. Was passiert, wenn ich die Umsatzsteuernummer in meinem privaten Account, Amazon-Account, Konto einfüge und privat was für mich kaufe? Ja, auch diese Möglichkeit ist da. Da musst du dann schauen, dass du das dementsprechend dann mit Steuer beziehst, weil private Einkäufe sind natürlich nicht steuerfrei. Das Ganze ist nur aus unternehmerischer Hinsicht, also diese innergemeinschaftliche Lieferung gilt nur für Unternehmen und Firmen, wo du das Ganze für dich kaufst. Wenn du es privat kaufst, dann greift diese Regel nicht. Deshalb achte darauf, dass du beim Bestellvorgang dementsprechend die Auswahl triffst, umsatzsteuerpflichtig zu kaufen und nicht umsatzsteuerfrei, weil dann müsstest du das Ganze nachzahlen und gegebenenfalls mit irgendwelchen Gebühren noch zusätzlich bezahlen. Darauf achten. Wie komme ich auf meinen Business-Account auf die italienische oder spanische Seite? Das habe ich quasi schon beantwortet. Also du kannst rein theoretisch auch einen Business-Account dir bei Amazon anlegen und genauso kannst du mit dem auch dich in allen anderen Amazon-Konten europaweit einloggen und dementsprechend Bestellungen tätigen. Ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet und für jeden anderen, der sich damit mit diesem Thema beschäftigt, auch. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie du die Umsatzsteueridentifikationsnummer in deinem Amazon-Account hinterlegen kannst. Das findest du hier oben auch in der Infobox oder unten in der Beschreibung soweit. So, soweit zu den Fragen. Ich hoffe, das war nicht zu lang. Kommen wir nun zu dem Gewinnspiel. Es konnten schon einige nicht erwarten und haben gefragt: Alex, wann kommt der Gewinner und wird der Gewinner verkündet zu dem Gewinnspiel? Und damit legen wir jetzt direkt los. So, Freunde, und damit das fair abläuft, habe ich natürlich alle Teilnehmer, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, das heißt, unten einen Kommentar abgegeben haben, damit haben die automatisch an dem Gewinnspiel teilgenommen und alle habe ich hier eingefügt. Ihr seht es hier, es sind 67 Teilnehmer gewesen, die hier mitgemacht haben. Und alle sind hier in diesem Rädchen drin, das wir gleich drehen. Vorher mischen wir noch einmal, damit das auch schön durchgemischt ist und jeder die Chance hat. Und dann drehe ich das Rad jetzt. Und es geht los, Freunde. Und wir schauen uns mal, wer der Gewinner von dem ersten Gewinnspiel ist. Und wir sehen, es ist der German Bulker oder Bulker. Herzlichen Glückwunsch hiermit. Und
Falls du das Ganze siehst und dich jetzt freust, dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Schreib mir gerne eine Nachricht an meine E-Mail-Adresse, die findest du auf meinem YouTube-Account unterm Profil, die E-Mail-Adresse, und da natürlich eine Nachricht hinschreiben mit deiner Adresse, deiner Anschrift, wo diese Kopfhörer hingehen sollen, und die schicke ich dir weg und die bekommst du natürlich komplett gratis von mir. Viel Erfolg damit und viel Spaß. Das nächste Gewinnspiel findet dementsprechend im nächsten Video statt. Deswegen lohnt es sich, dabei zu sein. Abonnier diesen Kanal, drück auf die Glocke. So bleibst du immer auf dem aktuellen Stand und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir dem Video einen Daumen hoch und sonst wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Stellt Fragen gerne hier auch unter dem Video, auch zu den anderen Videos, und bis zum nächsten Video. Ciao.